Wo ist der Wendler? In seiner Traumvilla in Südflorida? Nein. Die schicke Villa mit 4 Schlafzimmern, Pool inklusive Poolboy? Futsch. Dort mussten er und seine Laura ausziehen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Sie ist die Schwester des Vermieters und über den Auszug der beiden mehr als glücklich. Wir sind froh, dass er weg ist. Es war ein Albtraum. Also war er ein schlechter Mieter? Kein Kommentar. Aber wo sind die Wendlers jetzt? Erst im vergangenen Jahr verkaufte der Wendler sein Haus in Cape Coral für $890.000 und hatte große Pläne. Statt seine Schulden zu tilgen, kauft er ein Grundstück, um ein neues Haus zu bauen. Tatsächlich, es gibt eine heiße Spur. Denn vor ein paar Wochen haben sich der Wendler und seine Laura auf einer Campingmesse Wohnmobile angeschaut. Gerade eben hat uns der Sales Manager bestätigt, dass Michael und Laura hier ein Wohnmobil gekauft haben.